Vertreter, liebe Gäste im Business-Bereich, begrüße Sie zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Karlsruhe SC. Endstand 1:1, begrüße bei dem Podium die Gäste Trainer Rainer Scharinger und unseren Cheftrainer Peter Vollmann. Und bitte, Herr Scharinger, sein Statement zum Spiel. Ja, ich denke, wir haben ein intensives Spiel gesehen. Peter hat ja im Vorfeld schon gesagt, sicherlich zwei Mannschaften, die momentan nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Ich glaube, dass wir eigentlich gut ins Spiel gekommen sind mit der Riesenchance von Lafric, der leider diese Chance nicht nutzen konnte zur Führung. Dann haben wir ein bisschen den Faden verloren und Rostock kam besser ins Spiel. Wieder dann durch eine Standardsituation in Rückstand geraten. Da hat man natürlich im Laufe der ersten Halbzeit auch gemerkt, dass meine Mannschaft doch sehr geschockt war. Zweite Halbzeit mussten wir dann wechseln, um ein bisschen offensiver zu werden mit Fink und Krebs. Und man hat auch dann in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass wir immer besser ins Spiel kamen. Und waren dann natürlich sehr glücklich, dass am Ende der Ausgleich durch Klemme noch raussprang. Zwischendurch, glaube ich, ging es dann hin und her. Letzte Minute, wo Fink noch die Riesenchance hatte, wäre sogar noch mehr drin gewesen. Aber ich denke, im Endeffekt ist ein gerechtes Unentschieden. Zwei Mannschaften, die sicherlich keine einfachen Wochen hinter und vor sich haben. Vielen Dank, Herr Scharinger. Herr Vollmann, lassen Sie uns an den Gedanken zum Spiel teilen. Ja, ich denke, der Rainer hat schon viel gesagt. Wir haben es zumindest geschafft, heute in Anführungsstrichen eine gute erste Halbzeit zu spielen, wo wir den Druck aufgebaut haben, haben wir zwei Spitzen gespielt, haben neues Personal gebracht, haben versucht, Druck aufzubauen. Das ist dann für uns auch die wichtige Führung, haben wir dann auch erreicht, erzielt und haben dann in der Halbzeit, denke ich mal, verdient auch dieses 1:0 geführt, haben es aber trotzdem nicht gestemmt bekommen, vielleicht in der ersten Halbzeit, wo wir eigentlich ein bisschen Überlegenheit hatten, vielleicht das zweite Tor nachzulegen. Da war zumindest der Druck auf das gegnerische Tor da. In der zweiten Halbzeit war es so, dass das, was der Rainer auch sagt, die Karlsruher besser ins Spiel gekommen sind. Wir haben einfach es nicht geschafft, deren rechte Seite zuzubekommen. Deswegen haben wir auch umgestellt auf 4-4-2, damit Timo Pertl dann mehr auf die linke Außenseite kommt und wir den Gegner dazu halten. Aber wie es eben so ist, das haben wir nicht geschafft, haben dann eine Flanke zugelassen und wie es dann bei uns eben auch so ist, wenn man auch in der Tabelle weit unten steht, eine Flanke, die reicht dann schon mal und der Gegner kommt mit dem Kopf dran, erzielt sein 1:1 und dann ist natürlich die Situation ganz schwer, sich wieder zu finden. Dann haben wir zwar noch so kämpferisch alles versucht, haben noch eine gute Situation gehabt, wo wir 5-3 spielen, wo wir ja, den Spielzug einfach schon frühzeitig selber abbrechen, weil einfach keine klare Absprache da war. Das sind so Dinge, die passieren dann leider. Da ist der verkehrte Pass dann gespielt worden. Die Laufwege waren okay, aber der Pass war nicht okay. Ja, und das war dann so die Möglichkeit, wo man hätte das Spiel noch zumachen können. Dann hätte hier eigentlich nur noch was über Standardsituationen gehen können. Und die ist es einfach so, da können wir glauben, wir trainieren die täglich, sind wir im Moment einfach zu schlecht, vergeben klare Chancen, so direkte Freistöße, 16 Meter Raum, wo man auch mal eine Möglichkeit finden kann, das gegnerische Tor dann auch zu treffen. Aber da sind wir im Moment einfach aber von der Ausführung nicht die Qualität, die man einfach braucht, um da aus so einer Situation Kapital zu schlagen. Leider ist das so. Jetzt sind wir, das muss man auch sagen, haben dieses wichtige Spiel haben wir nicht gewonnen und sind sogar, glaube ich, noch ein Platz nach unten gesagt. Und wir müssen sehen, dass wir diese Pause jetzt nutzen, um auch vor allen Dingen uns wieder zu finden und vor allen Dingen auch diese Qualität, sich wiederzufinden und nicht aufzugeben. Und auch, ich glaube, das können wir nach wie vor mit vollster Überzeugung an uns glauben, auch an die Mannschaft. Wir werden nach der Länderspielpause den einen oder anderen verletzten Spieler wieder zurückbekommen, sodass wir auch dann wieder, denke ich mal, einfach in einer besseren Verfassung sind, um in Aue möglichst zu kommen. Danke. Vielen Dank, Peter Vollmann. Bitte um Ihre Fragen. Wenn es keine Fragen gibt, dann vielen Dank für den Besuch in der KW Arena.
Vielen Dank, mein Herr. Unseren Gästen natürlich einen guten Hauseweg. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.